Alles, was ich über ihn weiß, ist, dass er vorbestraft ist, wahrscheinlich wegen Diebstahl. Viel mehr weiß ich nicht, außer, dass er vielleicht auf der Flucht ist. Strafregistratur. Mit wem spreche ich bitte? Hier ist Sergeant Halliwell, Sir. Guten Morgen, Sergeant. Hier ist der Assistent des Kommissars. Sie sind gerade der Mann, den ich brauche. Glauben Sie, dass die arme Sünderkartei ohne Sie 10 Minuten auskommen könnte? Ich denke, sie könnte es schaffen, Sir. Gut, wollen Sie dann gleich heraufkommen in mein Büro? Mit irgendwelchen Akten, Sir? Ohne Akten. Alles, was ich im Augenblick brauche, das sind Sie und Ihr bemerkenswertes Gedächtnis. Ich werde es mitbringen, Sir. Ah, guten Morgen, Lacey. Morgen, Sir. Ich schaue nur herein, um zu sehen, ob ich die Akte Henry zurückhaben kann, falls Sie fertig sind mit ihr. Sie können beide Akten zurückhaben. Haben Sie aus Ihnen irgendwas herausgekriegt? Ach, Sie meinen, ob ich den winzigen Anhaltspunkt entdeckt habe, der von Ihnen übersehen worden ist? Die Antwort ist nein. Ich saß zwar über diesen Akten bis heute früh um eins, aber ich konnte noch keine Verbindung zwischen den beiden Fällen erkennen, außer der offenkundigen Tatsache, dass dieser Rechtsanwalt, dieser Beding, in beiden eine wichtige Rolle spielt. Herein. Ah, Sergeant Halliwell. Kommen Sie herein, setzen Sie sich. Morgen. Danke, Sir. Ist Ihnen der Fall Henry bekannt? Ich weiß bis jetzt nur das, was ich in den Zeitungen gelesen habe. Er hat noch nicht meine Abteilung erreicht. Also dieser Henry, der Kanzleivorsteher, scheint ein Trunkenbold gewesen zu sein.